Boogie Teil 3, diese Basic Boogie Variationen. Auch jetzt, der Bass bleibt natürlich gleich. Wir spielen uns einen mit der linken Hand. Und nochmal zur Erinnerung, einen Blueschorus, der 12 Takte hat. Also, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4. Im zweiten Chorus bin ich auf G geblieben. Das könnt ihr euch ja anhören, anschauen. So, in der rechten Hand kommt jetzt noch eine Variation. Auch hier bleiben wir im Wesentlichen in der eingestrichenen Oktave, wie vorhin. Die einzige Ausnahme ist G, dass wir hier oben die None Oktav und die None D noch dazu haben, wenn wir auf G gehen. Ansonsten spielt sich alles innerhalb dieser Oktave in enger Lage ab. Wieder eine Variante. Linke Hand fängt an. Habe ich in der rechten Hand. Noch hier zu den Tönen C-Akkord, G, A, noch B dazu genommen. Das ist die kleine Septim. Die kleine Septim von C-Dur. Der Witz der in F. Spielen die rechte Hand S, D und C. Das wäre genau genommen links F und rechts S-Dur. Das ist ein S-Dur-Akkord. S, B und C, das wäre sogar ein S6. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Einfach so. Ja, eine geniale Intuition, ja, links F zu spielen. Es geht nichts über Eigenlob, sage ich immer wieder. Links F zu spielen und rechts quasi ein G-Dur-Akkord. Das Intervall S, B und C. S6 ist es aber eigentlich nicht. Es ist einfach nur eine Variation von F. Aber gut. G. Hier. Dirty Note. Dirty. Slide. Slide, slide, slide. Von B auf A. Und dann variieren einfach. Ausprobieren. Immer ausprobieren. Okay, und nochmal mit beiden Händen zusammen. Nur im Bereich quasi eine Oktave. Ne? Nur die rechte Hand variiert. Die linke bleibt gleich.
Jetzt habt ihr zu tun. Nichts wie ans Klavier, ja, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Alle Nachbarn und Nachbarinnen sollten da Verständnis zeigen für so viel Fleiß. Gut, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich habe versucht, es so deutlich wie möglich darzustellen. Und gebt mir bitte eine Rückmeldung, ein Feedback, was euch gefällt, ob ihr damit klarkommt und was ihr vielleicht noch ein bisschen näher erklärt haben wollt. Der Vorteil ist jetzt, ihr könnt euch jederzeit das Video ansehen und könnt auch Stücke euch heraussuchen, die ihr besonders üben wollt und könnt stoppen, ihr könnt weiterlaufen lassen, ihr könnt wieder zurück fahren und euch eine Stelle immer und immer wieder anschauen. Vor allen Dingen sollt ihr sie immer und immer wieder üben. In diesem Sinn, nach diesen erbaulichen Worten, ja, haut rein. Bis dann. Ciao, euer Christoph.